Der schönste Tante-Emma-Laden im Herzen der Barockstadt Ludwigslust. Rund 12.000 Artikel, 17 Angestellte, 2 Lehrlinge. Der Laden läuft, sonst gäbe es diesen Besuch wahrscheinlich nicht. Das 70-jährige Familienoberhaupt Karl Rudolf Prill darf gerade die Gäste von der Edeka-Zentrale in Hamburg und Edeka-Handelsgesellschaft Nord aus Neumünster begrüßen. Noch ein wichtiger Gast verspätet sich gerade. Seit 160 Jahren betreibt die Familie Prill den Einzelhandel in Ludwigslust. Mit einer kleinen Unterbrechung nach dem Mauerbau waren die Prills immer Privatkaufleute. Als die Mauer endlich weg war, öffnete sich für Karl Rudolf eine neue Perspektive mit Edeka. 1992 im Dezember kam dann das große Wort, hier werden alle Lebensmittel verselbstständigen. Möchtest du? Und da habe ich sofort gesagt, selbstverständlich. Mache ich. Ich möchte die Tradition weiterführen. Jetzt aber ist auch der wichtigste Gast da. Der Bundestagsabgeordnete Dietrich Mohnstadt soll in wenigen Augenblicken an einer ungewöhnlichen Aktion teilnehmen. Die Nahversorgung in der Region schrumpft. Das bekommt der Abgeordnete inzwischen mit. Der klassische Tante-Emma-Laden auf dem Dorf ist momentan eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Edeka wird größer und zieht in die Städte. Es gibt natürlich immer noch diesen frische Kaufmann um die Ecke. Heute nennen wir es natürlich nicht Tante-Emma-Laden, sondern frische Kaufmann. Aber der Kaufmann selber, das sagt ja auch schon das Wort, selbstständiger Kaufmann, muss natürlich mit seiner Familie auch überleben können. Und wenn er das selber, wenn es dann Probleme gibt, ich sag mal aus von den Zahlen und von der erwirtschafteten Summe da etwas, das muss natürlich wirklich ganz genau geprüft werden. Eine halbe Stunde wird Dietrich Mohnstadt bei Edeka Prill an der Kasse sitzen. Seine langjährigen Erfahrungen als Anwalt und Ökonom kann er an dieser Stelle kaum einsetzen. Ein Crashkurs ist angesagt, doch schon bald klingelt die Kasse wieder. Äußerst selten verschaffen sich Politiker jeder Couleur die Gelegenheit, auf diese Weise zu erfahren, wie es ihren Wählern so geht. Es war viel anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe. Man muss sich ja unheimlich konzentrieren, weil es nicht nur das Überziehen über den Scanner ist, sondern die verschiedenen Eingabesituationen, die verschiedenen Korrekturpositionen. Man muss doch sehr, sehr konzentriert sein. Gut, ich kann mir vorstellen, wenn man das etwas länger macht, dass vieles in Routine übergeht, aber man muss immer hellwach sein und darf nicht eine Sekunde in der Konzentration nachlassen, sowohl bei der Eingabe als auch bei der Herausgabe des Wechselgeldes. Also schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. 6 Stunden täglich, 5 bis 6 Tage die Woche ist eine Verkäuferin bei Edeka Prill im Einsatz. Ein harter Job, der entsprechend entlohnt werden sollte. Doch die Edeka-Zentrale lehnt den gesetzlichen Mindestlohn grundsätzlich ab. Ein heikles Thema, das vom Unternehmen sehr ungern nach außen transportiert wird. Wir sprechen uns aus für einen tariflichen Lohn. Also das heißt, dass die Tarifparteien Lohnuntergrenzen vereinbaren. Und wir sprechen uns dagegen aus, gegen einen staatlichen Mindestlohn, der halt von den Parteien festgesetzt wird. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland immer gut damit gelebt, dass die Tarifparteien die Löhne bestimmen. Und da stehen wir auch zu. Mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns wäre der moderne Tante-Emma-Laden schlicht und einfach nicht mehr rentabel. So lautet die Antwort, die keiner von Edeka direkt in die Kamera zu sagen mag. Der Abgeordnete Mohnstadt positioniert sich ganz klar dazu. Das ist eine Sache, die grundsätzlich nicht in Ordnung ist. Wenn man arbeitet, wenn man das jetzt mal auf 8 Stunden umsetzt, sollte man von der Arbeit, also von einer 40-Stunden-Woche auch leben können. Und dafür setzen wir uns ja nachdrücklich ein, gerade auch in solchen Bereichen, dass da auch ein auskömmlicher Lohn bezahlt wird, dass man von einer Vollzeittätigkeit auch dann sich und seine Familie ernähren kann. Die halbstündige Probezeit an der Kasse ist für Dietrich Mohnstadt wieder vorüber. Der gesamte Kassenertrag soll für einen guten Zweck gespendet werden. Jenseits des kleinen Medienevents geht das Leben ruhig weiter. Die Kunden haben offenbar gar nicht gemerkt, dass sie gerade bei ihrem Abgeordneten für den Wahlkreis Ludwigslust-Parchim eingekauft haben.